Hallo und herzlich willkommen zu den Arcades Lehrvideos. Wir sprechen heute über Statistik und werden dabei die wichtigsten Grundbegriffe der Statistik kennenlernen. Bei der Arbeit mit Daten, also mit quantitativen Informationen, sollte man zunächst unterscheiden, woher die Daten stammen, die genutzt werden sollen. Also ob es sich zum Beispiel um Primärdaten oder um Daten aus Sekundärquellen handelt. Primärdaten sind Daten, die man selbst erhoben, also selbst produziert hat. Dies kann über eine Umfrage passieren, also zum Beispiel über einen Fragebogen oder ein Interview. Oder man kann eigene Daten auch über eine Beobachtung generieren, zum Beispiel indem man vorbeifahrende Autos an einer Kreuzung zählt. Für Unternehmen spielen solche Beobachtungsdaten eine sehr große Rolle und eine immer größere Rolle. Netflix zum Beispiel sammelt automatisiert Nutzerdaten. Welche Filme oder Serien schaut ein Kunde? Wie lange schaut er im Durchschnitt? An welchen Stellen bricht der Kunde den Film gegebenenfalls ab? Und so weiter und so fort. Bei einer solchen Erhebung von Daten kann es sich um eine Vollerhebung handeln. Heißt, es werden Informationen über die gesamte Grundgesamtheit gesammelt. Also zu allen Merkmalsträgern, die in Frage kommen. Hier erhebt Netflix also Daten über jeden einzelnen Nutzer. Auch wenn durch neue Technologien solche Big Data-Vollerhebungen deutlich häufiger vorkommen, spielen oft auch Teilerhebungen eine entscheidende Rolle. Hierbei erhebt man aus Zeit- und Kostengründen nicht zu allen Merkmalsträgern Daten, sondern nur zu einem Teil dieser Grundgesamtheit, zur sogenannten Stichprobe. Und dann versucht man, von dieser Stichprobe und den Ergebnissen, die man dazu gesammelt hat, auf die Grundgesamtheit zu schließen. Und hier sind wir bei einer grundlegenden Unterscheidung von Statistik angekommen. Man unterscheidet nämlich zwischen deskriptiver, also beschreibender Statistik, und induktiver, also schließender Statistik. Bei der deskriptiven Statistik geht es darum, einen vorliegenden Datensatz mittels Kennzahlen und Grafiken zu beschreiben. Man möchte beispielsweise darstellen, wo das Zentrum der Beobachtung liegt, also bildet man einen Mittelwert. Oder man möchte wissen, wie weit die Daten um diesen Mittelwert streuen, dann nutzt man Varianz und Standardabweichung. Bei der induktiven Statistik hingegen geht es nicht nur darum, einen vorliegenden Datensatz zu beschreiben, sondern es sollen möglichst valide Schlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit gezogen werden. So werden zum Beispiel Hypothesen über die Grundgesamtheit gebildet, die dann mit Hilfe der Informationen, die die Stichprobe generiert, überprüft werden sollen. Das klassische Beispiel sind hier natürlich Wahlumfragen. Hier sind die Stichprobe meistens 1000 zufällig ausgewählte Personen. Und von den Antworten dieser Person wird dann auf die Grundgesamtheit, in dem Fall alle Wahlberechtigten in Deutschland, geschlossen. Hierbei muss man natürlich mit Unsicherheit umgehen. Es kann sein, dass sich unsere Stichprobe zufälligerweise anders verhält als die Grundgesamtheit. Um mit solchen Unsicherheiten umzugehen, benötigen wir bei der induktiven Statistik ein grundlegendes Verständnis von Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Um dies zu verdeutlichen, schauen wir uns doch mal ein Beispiel aus Ihrem Arcades-Studium an. Im Consulting-Projekt beraten Sie echte Unternehmen bei relevanten Fragestellungen und Projekten. Und nehmen wir einfach mal an, dass ein Unternehmen bei der Einführung eines neuen Produkts beraten werden soll. Hierzu führen Sie dann als Gruppe eine Kundenanalyse durch und für diese Kundenanalyse möchten Sie eigene Daten erheben. Zu diesem Zweck haben Sie und Ihr Team einen Fragebogen entworfen, über den Sie viele unterschiedliche Merkmale der Zielgruppe abfragen. Zum Beispiel persönliche Merkmale der Kunden, also wie alt sind Sie, männlich oder weiblich, wo ist Ihr Wohnort, wie hoch ist Ihr monatliches Einkommen, wie weit entfernt wohnen Sie vom Arbeitsplatz, wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung und so weiter. Und zusätzlich zu diesen Informationen über die Befragten interessiert Sie noch die Meinung der Befragten zu unterschiedlichen Themen. Diese Meinung fragen Sie über eine sogenannte Likert-Skala ab. Die Befragten geben also an, wie stark sie mit einer dort aufgeführten Aussage zustimmen. Skaliert zum Beispiel von 1 bis 5. Ihre Umfrage hat dabei eine gute Rücklaufquote. Sie bekommen 200 ausgefüllte Fragebogen zurück. Ihre Stichprobe besteht hier also aus 200 potenziellen Kunden. Die Grundgesamtheit wären hier die Menschen, über die das Unternehmen Auskunft haben möchte. Also zum Beispiel alle potenziellen Kunden, die in Frage kommen. Nun ist Ihre erste Aufgabe, die Ergebnisse der Umfrage nutzbar zu machen. Sie überführen also die Daten, die Sie erhoben haben, in eine Matrix. Dabei prüfen Sie die eingehenden Antworten auf Plausibilität und sortieren offensichtlich falsche Antworten aus. Am Ende dieses Prozesses steht dann Ihre Datenmatrix in einer Tabelle. Diese besteht aus n Zeilen. N beschreibt die Anzahl der sogenannten Merkmalsträger, also in unserem Fall n gleich 200 potenzielle Kunden, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Und für jeden dieser Merkmalsträger stellen wir in den Spalten der Datenmatrix die sogenannten Merkmale dar. Also hier zum Beispiel Merkmal 1, also Alter, Merkmal 2, Geschlecht, bis zu Merkmal 20, die Zustimmungswerte zur letzten Aussage, mit denen der Proband konfrontiert wurde. Jede Zelle unserer Matrix stellt also einen Wert des Merkmals für einen spezifischen Merkmal
Merkmalsträger dar. Also zum Beispiel sagt uns die Zelle 113.3 den Wert, den der Merkmalsträger 113, also der 113. Fragebogen bei Merkmal 3, also beim Wohnort, angegeben hat. Bei diesen Merkmalen ist es nun wichtig zu verstehen, um was für ein Merkmal es sich handelt, um entscheiden zu können, welche Aussagen auf Basis eines solchen Merkmals möglich sind. Heißt, wir müssen wissen, auf welchem sogenannten Skalenniveau sich das Merkmal befindet. Was bedeutet das? Nun, vergleichen wir doch mal die Merkmale Wohnort und Einkommen. Beim Wohnort können wir nicht viel mehr machen, als Unterschiede festzustellen. Wir wissen zum Beispiel, dass Merkmalsträger 54, der Frankfurt angibt, woanders wohnt, als Merkmalsträger 8, der Gießen angegeben hat. Viel mehr können wir mit diesen Informationen allerdings nicht anfangen. Mit dem Wert zum Monatseinkommen hingegen können wir deutlich mehr unternehmen. Merkmalsträgerin 34 hat zum Beispiel angegeben, dass sie 5.000 Euro monatlich verdient, während Merkmalsträger 87 nur ein Einkommen von 2.500 hat. Wir wissen also erstmal, genau wie beim Wohnort, dass beide unterschiedlich viel verdienen. Allerdings wissen wir noch mehr. Wir wissen, dass Merkmalsträgerin 34 mehr verdient als Merkmalsträger 87 und wir können sogar quantifizieren, wie groß der Unterschied ist, 2.500 Euro. Und zusätzlich können wir sogar noch das Verhältnis berechnen. Merkmalsträgerin 34 verdient doppelt so viel wie Merkmalsträger 87. Im Merkmal Einkommen steckt also deutlich mehr Aussagepotenzial als im Merkmal Wohnort. Statistiker sagen dazu, dass das Merkmal Einkommen sich auf einem höheren Skalenniveau befindet als der Wohnort. Letzteres befindet sich auf einer Nominalskala, heißt, es sind nur Aussagen über Verschiedenheit möglich. Ja, Merkmalsträger 54 wohnt an einem anderen Ort als Merkmalsträger 8. Hier spricht man auch von qualitativen Merkmalen, also beim Wohnort, beim Geschlecht oder beim Beruf. Es kann sich hierbei übrigens auch um Zahlen handeln, zum Beispiel um die Postleitzahl des Wohnorts oder kodierte Angaben wie 1 für männlich und 0 für weiblich. Also, bei nominalskalierten Merkmalen kann ich nur sagen, ein Merkmalsträger unterscheidet sich von einem anderen oder eben nicht. Mehr kann ich nicht machen. Bei ordinalskalierten Merkmalen kann ich noch einen Schritt weiter gehen und die Merkmalsträger basierend auf den Merkmalsausprägungen ordnen. Ich kann eine Rangfolge bilden. Klassisches Beispiel für ein solches Merkmal sind Schulnoten. Jemand mit einem sehr gut hat anscheinend bessere Mathekenntnisse als jemand mit der Note befriedigend. Ich kann also die Merkmale nun vergleichen, weshalb man hier auch von komparativen Merkmalen spricht. Mit einem quantitativen Merkmal, wie eben dem Einkommen, kann ich allerdings noch mehr machen. Ich kann die Abstände zwischen zwei Antworten sinnvoll bestimmen und ich kann Verhältnisse bilden. Also wie in unserem Beispiel. Ich kann sagen, dass Merkmalsträgerin 34 genau 2.500 Euro mehr verdient als Merkmalsträger 87. Und ich kann das Verhältnis ausrechnen. 5.000 geteilt durch 2.500, zweimal so viel. Hier ist es wichtig, den Unterschied zu ordinalskalierten Merkmalen wie Schulnoten zu verstehen. Denn dort kann ich nicht wirklich sinnvoll quantifizieren, wie groß der Unterschied zwischen der Note ausreichend und der Note sehr gut beispielsweise ist. Auch nicht, wenn ich die Noten in Zahlen angebe. Jemand mit einer 3 ist nicht notwendigerweise doppelt so gut wie jemand mit der Note 6. Abstände und Verhältnisse lassen sich nur bei quantitativen Merkmalen sinnvoll bestimmen. Ein sehr wichtiges Beispiel und ein Grenzfall sind hier übrigens die Antworten, die man in einem Fragebogen auf Fragen mit einer Likert-Skala erhält. Ich kann hier die Merkmalsträger gemäß der Zustimmung zu bestimmten Aussagen in eine Reihenfolge bringen, von geringer bis zu hoher Zustimmung, also ist das dazugehörige Merkmal auf jeden Fall ordinalskaliert. Unter gewissen Voraussetzungen kann man dieses Merkmal auch als quantitativ ansehen und entsprechend behandeln. Darum kümmern wir uns aber an einer anderen Stelle noch intensiver. Die quantitativen Merkmale teilen sich nochmal in zwei unterschiedliche Skalenniveaus auf. Das höchste und gängigste ist dabei die Verhältnisskala. Hier sind wir zum Beispiel beim Einkommen. Ich kann Unterschiede, Rangfolge, Abstände und Verhältnisse sinnvoll interpretieren. Als eine Art Zwischenstufe gibt es noch intervallskalierte Merkmale. Für diese lassen sich zwar Abstände sinnvoll interpretieren, jedoch können keine Verhältnisse gebildet werden. Das liegt hier daran, dass intervallskalierte Merkmale keinen natürlichen Nullpunkt aufweisen. Klassisches Beispiel ist hier die Temperatur in Grad Celsius. Wenn es heute 5 Grad Celsius hat und morgen 10 Grad Celsius, kann ich zwar sinnvoll den Abstand quantifizieren, 5 Grad, jedoch kein Verhältnis bilden. Es ist morgen bei 10 Grad eben nicht doppelt so warm wie heute bei 5 Grad. Klar wird das, wenn man sich Minusgrade oder genau 0 Grad noch besser anschaut. Wenn es morgen 10 Grad sind und heute 0 Grad sind, kann man ja mal versuchen, ein Verhältnis mit dem Taschenrechner zu bestimmen. Dieses Skalenniveau eines Merkmals gibt dann natürlich vor, was man mit den gesammelten Daten dazu anstellen kann. So wollen wir beispielsweise Kennzahlen wie Mittelwert und Streuung berechnen, was natürlich bei nominalskalierten Merkmalen keinen Sinn macht. Ich kann zwar die durchschnittliche Postleitzahl berechnen, das wird mir aber leider keinerlei vernünftige Informationen liefern. Bei komparativen und vor allem bei eben quantitativen Merkmalen macht das natürlich deutlich mehr Sinn. Quantitative Merkmale lassen sich noch weiter unterscheiden, und zwar in diskrete und stetige Merkmale.
Diskrete Merkmale haben abzählbar viele mögliche Ausprägungen, während bei stetigen Merkmalen unendlich viele Ausprägungen möglich sind. Was bedeutet das? Nun nehmen wir mal ein persönliches und quantifizierbares Merkmal aus unserem Fragebogen, wie zum Beispiel die Anzahl an Zimmern in der Wohnung unserer potenziellen Kunden. Das ist natürlich verhältnisskaliert. Eine Wohnung mit 4 Zimmern hat doppelt so viele Räume wie eine mit 2 Zimmern. Dieses Merkmal ist nun diskret. Für jedes beliebige Intervall können wir abzählen, wie viele verschiedene Werte möglich sind. Sagen wir haben in unserem Fragebogen Antworten von 0 bis 5 Zimmern erhalten. Das bedeutet, für unsere Spalte Zimmeranzahl wissen wir ganz genau, dass dort nur 6 unterschiedliche Werte vorkommen können. 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Zimmer. Bei Merkmalen, die in Zeit, Größe, Gewicht oder Ähnlichem angegeben werden, ist dies anders. Das Alter kann man zum Beispiel immer genauer quantifizieren. 21 Jahre, 234 Tage, 8 Stunden, 54 Sekunden und so weiter und so fort. Hier sind also unendlich viele Ausprägungen möglich. Und zwar in jedem Intervall, egal wie klein es gewählt wurde. Nehmen wir die Körpergröße. Zwischen den Werten 1,80 Meter und 1,81 Meter kann ich unendlich viele weitere mögliche Größen angeben. Einfach indem ich immer eine weitere Nachkommastelle genauer werde. Es gibt hier also unendlich viele Werte, die unser Merkmal annehmen kann, selbst wenn wir ein sehr, sehr, sehr kleines Intervall wählen. Diese Unterscheidung wird vor allem bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr wichtig. Für ein diskretes Ereignis, zum Beispiel eine 6 beim Würfel zu erzielen, kann ich die Wahrscheinlichkeit ganz einfach bestimmen. 1 geteilt durch die Anzahl der möglichen Ereignisse, also 1 durch 6. Bei stetigen Variablen wird dies deutlich schwerer, weil ich ja jetzt durch eine unendlich große Anzahl an Ereignissen teilen muss. Deswegen benötigen wir hier eine andere Vorgehensweise. So, wir haben nun die wichtigsten Grundbegriffe der Statistik kennengelernt. Wir können jetzt die ersten Schritte der deskriptiven Statistik gehen. Wir können für die Daten, bei denen es möglich ist, Kennzahlen berechnen und Grafiken erstellen. Dies tun wir, um die Datenmatrix, die natürlich ab einer gewissen Größe völlig unübersichtlich wird, zusammenzufassen. Dazu benötigen wir Kennzahlen, Lage, Streuung, Verteilung, Korrelation und so weiter. Und diese werden wir noch genauer kennenlernen. Und mit den hier vorgestellten Inhalten haben wir eine erste Grundlage für den richtigen Umgang mit Daten geschaffen.